So kann ein Abschied aussehen. Schauspieler Peter Lohmeier war 8 Jahre lang der Tod bei Salzburgs Jedermann. Im Originalkleid feiert er Abschied von dieser Rolle. Und gleichzeitig ist diese Performance die Finissage zu Billy Tanners Ausstellung im Museum Angerlina. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. So ist das nicht nur im Theater, sondern auch gerade im Museum, gerade so einem fantastischen Museum wie dem hier. Weil nach einer Ausstellung kommt die nächste, ist immer eine große Freude. Und wenn man quasi das so aufnimmt und mit jemandem wie Billy arbeiten darf oder den anderen Künstlern, und wenn man dann von dem Herrn Angerlina da eingeladen wird, dass man das hier machen darf, das ist schon richtig gut. Da ist Österreich, da steht Österreich mal wieder positiv da. Nach Corona könnte man dreimal Finissage sagen, das würde sich, glaube ich, jeder heute freuen. Wir freuen uns immer, wenn wir spielen dürfen, also deswegen auch Thema Besessenheit. Und Künstler, wahren Künstler kann nichts umhauen. Also wir arbeiten auch, wenn wir nicht arbeiten dürfen. Und das haben wir heute versucht darzustellen. Im Museum Angerlina war Billy Tanners Art Army ausgestellt. Die Idee zum Kunstvirus hatte die Künstlerin aber schon 2007. Wenn ich zaubern könnte, würde ich jedem einen Kunstvirus wünschen. Aber leider, es ist so, dass irgendwie in meiner Zeit im Voraus passiert ist. Und ich weiß es nicht. Ich habe dann, wo Corona kam, überlegt, vielleicht schmeiße ich Virus raus und mache ein neues Sujet daraus. Aber warum? Ich kann ja nichts dafür, dass ich 2007 dann wirklich die Idee hatte, einen Kunstvirus zu kreieren oder zu bauen oder wie auch immer. Museumsdirektor Heinz Angerlina hat mit der Künstlerin schon öfter zusammengearbeitet und ist ein Fan. Die Billy Tanner, die ist einfach eine ganz tolle Frau. Die traut sich was und das gefällt mir. Sie ist sympathisch, sie ist eine gute Künstlerin, sie ist eine Performance-Künstlerin, sie ist eine Malerin, sie ist Allround-Genie und das Projekt, was sie jetzt hat, Stephansdom, die Himmelsleiter mit 33 Stufen, also ganz fantastisch, ich habe mir das vor kurzem angeschaut. Die Art Army ist mittlerweile abgezogen und ganz nach dem Motto, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist schon eine neue Ausstellung gehängt. Es ist wirklich das erste Mal, glaube ich, dass in Österreich in einem Museum so ein großes Werk ausgestellt worden ist. Das ist 100 Quadratmeter, füllt die ganze Wand aus. Es war schon schwierig, das aufzuhängen, aber es ist alles gut gegangen. Und es gibt eine zweite Gemeinschaftsarbeit von diesen 4 Künstlern, die ist auf der hinteren Seite, also wesentlich kleiner. Und dann hat jeder einzelne Künstler auch seinen Platz für die eigenen Werke. Etablierte Künstler wie Billy Tanner oder eben ein Kollektiv aus 4 jungen Nürnberger Künstlern. Heinz Angerlina zeigt in seinem Museum, was ihm gefällt und trifft damit den Geschmack vieler.